Mahlzeit! Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Jahresrückblick 2018. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich am besten das Jahr zusammenfassen? Und das mache ich am besten mit dem, was ich am meisten mag, mit Festivals. Ich fasse meine Saison nochmal zusammen, habe dieses Jahr insgesamt 12 Festivals besucht und werde zu jedem dieser Festivals ein bisschen was sagen. Damit es ein bisschen interessant wird, habe ich das als Ranking aufgebaut, habe also ein bisschen geschaut, welches Festival finde ich besser als ein anderes, habe entsprechend mit dem 12. Platz angefangen, werde mich dann durch die Ränge nach oben arbeiten. Damit ihr nicht zu viel von diesem Gesicht bekommt, habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt von anderen YouTubenden Kollegen. Die werden dann zwischendurch mal sagen, wie ihre persönliche Festival Top 3 aussieht. Ihr könnt euch also auf ein bisschen Abwechslung freuen. Bei 12 Festivals könnt ihr euch vorstellen, dass das Ganze ein bisschen dauert. Also lehnt euch zurück, lasst uns keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt anfangen. Fangen wir ganz unten an. Mit dem hochgelobten, viel erwähnten und vor allem ziemlich teuren Metal Hammer Paradise. Von den 12 Festivals, die ich dieses Jahr besucht habe, war das Metal Hammer Paradise mit ziemlichem Abstand das teuerste Festival, was vor allem an der Übernachtung liegt, die im Preis mit inbegriffen ist. Zwei Übernachtungen in einem Bungalow, Hotelzimmer oder Apartment, je nachdem, was man so gebucht hat. Ich habe 230 € bezahlt für das Festival mit zwei Mann. Apartment-Übernachtungen und wenn man das mal so rausrechnet, ich sag mal grob gerechnet 50 € pro Person pro Nacht, also 100 € für die 2 Nächte, sind wir bei 130 € Reinpreis fürs Festival-Ticket. Was man dem Festival auf jeden Fall zugutehalten muss, ganz klar, es ist komfortabel, man hat ein eigenes Bett, eine eigene Dusche, man hat seine Ruhe nachts, das ja, ist ein ziemlicher Vorteil gegenüber einem Open-Air-Festival. Es ist entspannt, man ist schnell am Veranstaltungsobjekt, man ist innerhalb von 5 Minuten da, je nachdem, wo sich das eigene Zimmer befindet. Und es ist auch ruhig. Inwiefern ruhig? Ja, da kommen wir schon langsam zu den Nachteilen. Bei so einem teuren Festival kann man es sich fast denken, da treiben sich jetzt nicht so viele Studenten rum, sondern eben eher die Semester, die es sich leisten können. Das sieht man auch, da sind sehr viele, die über 40 bzw. über 50 sind. Das ist jetzt per se natürlich noch kein Nachteil. Jeder wird mal alt. In 25 Jahren bin ich der Komposti ohne Haare, über den man sich lustig macht. Aber man merkt es tatsächlich. Ich hatte auch jemanden dabei als Begleitung, der selbst über 50 ist. Und auch der meinte, oh, hätte ich gewusst, dass die hier alle scheintot sind. Es gab Wortspiele wie die Rolltreppe nach Valhalla. Oder vielleicht nennen sie es das Paradies, weil die Leute hier zum Sterben herkommen. Also natürlich alles ein bisschen übertrieben, ja, aber die Stimmung war verhalten. Also eine kleine Anekdote dazu. Wintersun ist ja auch auf der Hauptbühne aufgetreten. Der Schlagzeuger kam auf die Bühne, stellt sich hin und erstmal passiert nichts. Das, bis er anfängt hier zu gestikulieren und irgendwer sieht, oh, guck mal, da steht einer, lass mal klatschen. Das ist natürlich nicht so geil und schon ein bisschen peinlich, wenn die Crowd da nicht vernünftig mitmacht. Und das war bei der Hauptbühne überall zu merken. Bei Wintersun, auch bei Hammerfall. Bei Accept. Also der Vorteil daran ist natürlich, dass man einfach weit nach vorne kommt. Ich glaube, ich habe noch nie so einfach einen Platz in der zweiten oder dritten Reihe bekommen. Aber zu Lasten der Stimmung eben. Und der größte Nachteil, den das Metal Hammer Paradise hat und der Grund, warum es eigentlich auch auf dem letzten Platz gelandet ist, sind die zweite und dritte Stage. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt drei Stages. Die erste ist in einem großen Zelt. Das funktioniert auch wunderbar. Der Ton da war gut. War jetzt ja, auch altersgerecht die Lautstärke, um es mit den Worten meiner Begleitung auszudrücken. Ich selbst habe das nicht so gesagt. Aber auf der zweiten und dritten Stage in den Räumen, naja, da ist es nicht ganz so toll. Ihr werdet bestimmt wissen, warum. Der zweite Saal, der Baltic Ballroom, ist ein Raum, naja, passen vielleicht drei, vier, ganz hochgeschätzt 500 Leute rein. Bei 4000 Besuchern. Deckenhöhe von vielleicht 3 Metern. Wer vorne auf der Bühne steht, hebt den Arm quasi als Künstler und würde schon gegen die Decke stoßen. Ab der 10. Reihe sieht man also schon nicht mehr so vernünftig. Gerade bei einem Festival dieser Größe ist das jetzt was, was eigentlich nicht passieren sollte. Noch schlimmer ist die dritte Stage. Das Riff Alm war das, glaube ich. 200 Leute passen da rein, habe ich gelesen in einem Artikel. Und ja, das funktioniert einfach nicht. Ihr könnt es euch dann wirklich so vorstellen, dass man da ankommt.
Und wenn 200 Leute da sind, dann cutten die auch und sagen, ja, da darf keiner mehr rein. Und da kann es schon mal vorkommen, dass du für eine Band, für die du bezahlt hast, 10 Minuten anstehen musst und 3 Songs verpasst. Und da hilft es mir dann auch nichts, dass ich es draußen auf dem aufgebauten Bildschirm sehe und höre, weil da kann ich mir auch ein YouTube-Video angucken. Das habe ich nirgendwo erlebt und bei einem Festival dieser Größe mit diesem Namen, es steht der Metal Hammer dahinter. Es nicht zu schaffen, 3 vernünftige Stages aufzubauen und vielleicht noch ein Extrazelt oder wirklich einen Raum zu finden, der groß genug ist, das ist ein No-Go. Wenn ich für die Bands bezahlt habe, will ich die auch sehen. Und es ist schon entschärft, die Situation. Zweite und dritte Stage werden immer komplett parallel bespielt. Ihr müsst euch vorstellen, die Bands fangen an 16:45, 18:45, 20:45, also im 2-Stunden-Takt. Jede Band spielt aber nur eine Stunde, ne? Da könnte man sich denken, ja, es wäre doch klug, die wechselseitig spielen zu lassen, damit du nie Leerlauf hast. Aber stattdessen werden die zweite und dritte Stage immer komplett parallel bespielt. Das heißt, eine Stunde auf beiden Stages parallel und eine Stunde Pause. Ja, ungünstig, weil man sich dann dauernd entscheiden muss, welche Band man sehen will. Und in meinen Augen ist das ganz klar eine Taktik, damit es nicht noch offensichtlicher wird, dass die Räume zu klein sind. So standen ja vor der dritten Stage schon Leute an. Wenn man jetzt noch die Bühnen wechselseitig bespielen würde und die Leute sich nicht mehr entscheiden müssten, könnten sie ja hin und her gehen und dann wäre es offensichtlich, wenn plötzlich 100 Leute vor verschlossenen Türen stehen, dass das einfach nicht passt. Organisatorisch finde ich, ist das ziemlich traurig bei einem Festival, das diese Möglichkeiten hat und bei dem ein Ticket für 27 Bands 130 Euro kostet. Und deswegen ist für mich die Entscheidung gefallen, dass ich dieses Festival wohl so schnell nicht wieder besuchen werde. Und das Metal Hammer Paradise landet leider abgeschlagen auf dem 12. Platz. Damit kommen wir auch schon zu all den Festivals, die ich als gut bezeichnen würde und die ich grundsätzlich nochmal besuchen würde. Also ich fand kein Festival wirklich schlecht, bis auf den Platz 12, den fand ich jetzt wirklich nicht pralle. Auf Platz 11 landet das Impericon Festival, das ich dieses Jahr zum zweiten Mal besucht habe. Das sind an einem Tag im April knapp 20 Bands. Alles, was Core macht, Metalcore, Hardcore, Deathcore, alles Mögliche ist da und auch alles, was Rang und Namen hat, spielt da früher oder später mal. Ja. Was man dem Festival zugutehalten muss, ist, es ist sauber organisiert, 2 Bühnen wechselseitig bespielt, straffes Programm, an sich eine gute Qualität, man hat Tribünen, auf die man sich setzen kann und es passen viele Leute hin, also es ist jetzt nicht ultra eng, das passt eigentlich alles ziemlich gut zusammen. Was mir aufgefallen ist, was ich jetzt weder als Pro noch als Con zählen würde, ist, dass der Altersdurchschnitt da ziemlich niedrig ist. Da sind sehr viele junge Leute, quasi genau das Gegenteil, das Gegenstück zum Metal Hammer Paradise. Was hat mir beim Impericon Festival nicht so gut gefallen? Es ist eben ein reines Chorfestival. Und ja, ich bin ein Gelegenheitschorhörer. Man könnte jetzt natürlich sagen, oh, was gehst du denn auf das Festival, aber ich experimentiere gerne. Ich gehe auch mal zu einem Festival mit mehr Black Metal oder mit einem größeren Rockanteil und da eben mal zum reinen Chorfestival. Letztes Jahr war das alles noch neu und spannend für mich und da waren, glaube ich, auch ein paar mehr Bands, die mir gefallen haben. Dieses Jahr, klar, war auch die eine oder andere Band, die ich gut fand, aber so richtig hängen geblieben, jetzt so nach einem halben Jahr, über einem halben Jahr, sind eigentlich nur die Auftritte von Eskimo Callboy und Heaven Shall Burn. Also, für den, der richtig gerne Chor hört, ist das, glaube ich, Himmel auf Erden und ein Must-Have-Kalender. Für jemanden, der querbeet hört und eigentlich nur ab und zu mal ein bisschen Chor haben möchte, könnte es ein bisschen viel des Guten sein. Und dazu kommt ja, dass es noch ein Eintagesfestival ist, das heißt, du hast diese Grundstimmung, diese Atmosphäre mit Campingplatz nicht, dass du zwischendurch mal weggehst und ein Bier trinkst, sondern du bist halt den ganzen Tag in dieser Halle. Und das ist jetzt nicht schlecht, ja, es hat auch was für sich, aber im Vergleich zu den ganzen Festivals, wo du halt noch diese Campingplatzatmosphäre mit hast, zieht das Festival halt irgendwie den Kürzeren. Dazu kommt, dass das Publikum ein bisschen eigenartig war. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eine kleine Anekdote, ich hatte einen Kollegen, der ist mit dem Auto kurz vor der Halle liegen geblieben. Beim Metal Festival kennt man das, dass sofort einer kommt und fragt, ja sag mal, kann ich dir helfen? Habe ich auch schon erlebt beim Festival, ungefragt aus dem Schlamm geschoben worden. Da fährt einer vorbei, kurbelt das Fenster runter, ruft was Vulgäres, ich will das hier nicht wiederholen und ja, fuhr einfach weiter. Das ist natürlich nur Einzelfall, aber naja, irgendwie ist es Impericon in eine Nutshell. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die auch da waren, die ich kenne und die sehen das alle ähnlich, dass die Stimmung ein bisschen toxischer ist als beim Metal Festival, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht so schön. Der Spirit ist ein anderer, du hast mehr Crowdkiller drin, insgesamt
ist es nicht so schön. Mag meine subjektive Meinung sein, mag ihr da anders sehen. Ja, also wenn ihr das ganz anders seht, geschenkt, natürlich, kann man auch anders sehen. Ich fand es nicht so prickelnd, was die Leute angeht. Und ja, glaube, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich erstmal eine kleine Pause vom Impericon nehme. Aber für die Leute, die richtig auf Core stehen, schaut euch das unbedingt mal an. Servus da draußen, ich bin der Siffler vom YouTube-Channel Dark Siffler und ich darf hier auf dem YouTube-Channel vom wahren Lukas meine Top 3 der Festivals 2018 präsentieren und es waren in umgedrehter Reihenfolge wie folgt. Drittens das Ragnarök-Festival, denn da war ich das erste Mal und die ganze Top 3 basiert darauf, mit wem ich dort verbracht habe und welche Erlebnisse ich da gehabt habe und da war das Ragnarök mit eines der schönsten, also meine Nummer 3. Und die Nummer 2 war dann schon das Summer Breeze Festival, denn da bin ich jedes Jahr und es ist immer wieder ein Highlight im Jahr, egal was dort passiert. Auch da hatte ich wieder super geile Erlebnisse, tolle Leute kennengelernt und die Bands natürlich eine Schau. Das war meine Top 2. Und jetzt natürlich, und ich komme nicht drum rum, es wird auch jedes Jahr wieder das gleiche bei mir. Das Rockharz Festival ist meine Nummer 1, denn da habe ich definitiv die geilste Erfahrung gehabt dieses Jahr, denn ich habe mich da, keine Ahnung, im Suff piercen lassen und habe tolle Leute kennengelernt und habe da eine super Zeit verbracht. Natürlich ist die Organisation vom Rockharz immer eines der geilsten und eines der besten Festivals. Meine Top 3 waren somit das Ragnarök Festival, das Summer Breeze und die Nummer 1 natürlich das Rockharz. Das war's von mir. Habt noch eine schöne Zeit hier auf dem YouTube-Channel Der wahre Lukas und schaut auch mal bei mir vorbei, Dark Siffler. Auch auf YouTube natürlich. Bis dahin, pfiat euch. Damit wären wir auch schon in den Top 10 angekommen. Den Anfang macht das Metal Embrace 2018, schönes kleines Festival in Sachsen-Anhalt in Barleben, gehört wohl zu den undergroundigsten Festivals, die das Bundesland zu bieten hat. Ist für mich mittlerweile auch eine feste Größe im Festivalkalender, da bin ich zum dritten Mal gewesen. Was kann man sagen? Das Metal Embrace ist ein super gemütliches Festival, wenige hundert Menschen, hat einen tollen Campingplatz mit kleinen Wäldchen, die Schutz vor dem Wetter bieten, vor Wind, vor Sonne. Also es ist wirklich angenehm, auch im September, wo es schon nicht mehr ganz so heiß ist, ist das wirklich toll und es macht Spaß, auf dem Campingplatz zu sitzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Man hat, glaube 15 oder 16 Bands für gerade mal 25 Euro. Das ist eigentlich unschlagbar. Auch die Preise auf dem Infield, was Essen und Trinken angeht, sind tadellos. Wirklich günstig, also von Fans für Fans, das kann man schon so sagen, glaube ich. Trotzdem ist das Embrace dieses Jahr nur auf Platz 10. Ein paar kleine Unstimmigkeiten gibt es halt noch. Zum einen war das Billing für mich dieses Jahr nicht ganz so super. Ich bin ja ohnehin nur wegen der Bands da, die aus dem Main abfallen. Eigentlich ist es ein Black Death und Thrash Festival. Ich bin wegen den paar Bands da, die es gerade nicht sind. Also Pagan Bands oder Melodic Death Metal Bands oder Heavy Metal Bands. Da gibt es immer mal was. Da waren dieses Jahr nicht ganz so viele Bands da. Also ich behaupte mich da wegen ja, Refuge, No Return, Trude Van Gaar und Sleeper's Guild. Kommt aber nicht ganz an das letzte Jahr an, wo zum Beispiel Macbeth, Cambrium oder Parasite Inc. mit dabei waren. Also nicht ganz so stark dieses Jahr. Und der zweite Punkt, der mir dieses Jahr aufgefallen ist, war, dass der Sound nicht ganz so super war. Also nicht immer unbedingt der Sound, sondern vor allem die Lautstärke war es eben. Es war sehr laut in der Halle. Teilweise haben wir uns aus der Halle zurückgezogen, weil es einfach unangenehm war. Das hatten wir 2016 schon mal, nachdem es letztes Jahr gut im Griff war. Das nimmt einem schon ein bisschen die Freude an manchen Konzerten und ja, schmälert da ein bisschen den Spaß. Trotzdem alles in allem ein tolles Festival. Gerade zum Ausklang der Campingsaison ist es einfach ein Festival, das man, wenn man aus der Umgebung kommt, besucht haben sollte. Ich werde nächstes Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit wieder da sein und freue mich schon drauf. Auf Platz 9 der Rangliste landet ein ja, relativ besonderes Festival, will ich meinen. Die Frostfeuernächte. Die habe ich dieses Jahr zum zweiten Mal besucht. War letztes Jahr auch schon da, beide Male für das Silence Magazin noch. Was auf jeden Fall hervorsticht, ist das Timing, der Zeitraum, in dem das Festival stattfindet. Im Februar, da findet sonst ja großartig nichts statt. Die Frostfeuernächte schon.
Ja, ich meine, wie viele Festivals gibt es in dem Zeitraum? Das muss man auf jeden Fall mal hervorheben. Was man auch hervorheben sollte, ist die Location. Das ist ein Erholungsgebiet quasi, eine Freizeitstätte an einem See. Also ähnlich schön wie hier, nur schöner als der See hier. Entsprechend gibt es auch Anbaden, draußen Lagerfeuer und solche Späße. Das ist echt schön. Sehr gut passen dazu auch die Unterkünfte. Das sind halt so Bungalows, große Bungalows, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, mit 10, 20 Zimmern jeweils drin. Ist richtiger Jugendherbergen-Flair mit ja, kleinen Zimmern, ausgestattet mit Doppelbetten und so. Das ist schon echt cool und das kenne ich eigentlich sonst noch keinem anderen Festival. Das ist schon echt was Besonderes und wenn man wiederkommt, hat man das Gefühl, ja, das sind die Frostfeuernächte. Das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Was auch wirklich gut ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man bezahlt 35 Euro fürs Ticket und hat dafür über 20 Bands. Verschiedener Genres, auf der einen Seite Black, Thrash und Death Metal, das wird immer hervorgehoben und als solches Festival präsentieren sich die Frostfeuernächte. Aber ich war eigentlich wegen einem ganz anderen Sektor da und der ist auch gar nicht mal so schwach repräsentiert. Das ist der Pagan- und Folk-Anteil und auch ein bisschen Heavy Metal zum Beispiel drin. Meine Highlights dieses Jahr waren ja, Obscurity, die gehen eigentlich immer, muss man sagen. Erb Alter machen auch einen starken Job. Meine beiden Festival-Highlights waren auf jeden Fall Waldgeflüster mit ihrem atmosphärischen Black Metal und Koadalach. Die machen, ja, Folkchor. Waren einige bärenstarke Auftritte dabei, muss man sagen. Top. Ein paar Schwächen haben die Frostfeuernächte, aber wie jedes andere Festival auch, na klar. Zum einen ist da die hohe Anzahl an Bands. Das ist erstmal ein Vorteil, will man meinen. Aber je mehr Bands du hast, desto länger muss der Tag auch gehen. Da kann es dann schon mal passieren, dass die Running Order von 12 Uhr bis 3 Uhr geht. An sich ist es ja ein Service für einen Fan. Aber wenn der Headliner erst 0 Uhr anfängt, die letzten Bands erst 2 Uhr nachts zu spielen anfangen, ist das ein bisschen undankbar. Es ist schon nicht mehr so viel los und es schlaucht auch ein bisschen. Gerade wenn man halt auf einen Headliner wartet und der dann wirklich erst 0 Uhr anfängt, ist ganz schön spät. Ist ein bisschen unüblich, würde ich meinen. Machen auch wenig Festivals so. Kann man natürlich anders sehen, aber ich bin eigentlich schon eine Nachteule und ich finde es ganz schön viel. Also ich glaube, man würde sich einen Gefallen tun, wenn man das Programm strafft. Zum einen für die Bands und für die Stimmung. Und zum anderen glaube ich, dass es auch für den Geldbeutel ganz gut wäre, wenn man ein paar Bands weniger hat. Das war gerade in den letzten Jahren relevant, weil die Frostfeuernächte ja finanziell immer ein bisschen angeschlagen waren. Dieses Jahr scheint es nicht so zu sein, dass die 5. Auflage 2019 stattfinden wird, stand relativ schnell fest. Dementsprechend ist das vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Ansonsten, was habe ich zu meckern? Was ich 2017 nicht so gut fand, waren die Motto-Tage. Die wurden dieses Jahr aber aufgehoben, die gibt es nicht mehr. Man hat gemischt und das fand ich super, weil es einfach spannender ist, wenn man ein bisschen was Gemischtes hat. Ich fand es ganz nett. Waren natürlich auch einige Bands dabei, die man jetzt nicht unbedingt sehen muss, aber es ist bei jedem Festival eigentlich so. Insgesamt habe ich nicht viel zu meckern für den Preis. Tolles Line-up. Kann ich nur empfehlen, wenn euch die Fahrt nach Brandenburg nicht zu weit ist und ihr gerne mal im Februar ein Festival erleben möchtet, wenn es draußen noch kalt ist, fahrt unbedingt mal zu den Frostfeuernächten. So, ja, hallo. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Der Wahre Lukas. Kenne ich gar nicht, ich kenne eigentlich nur den wahren Heino, aber naja gut. Mein Name ist Gorminister und der wahre Lukas hatte mich gefragt nach meinen drei Lieblingsfestivals 2018 oder die Festivals, die ich am geilsten fand. Da ist natürlich an allererster Stelle das NRW Death Fest. Das ist, da muss man nicht viel zu sagen. Das ist einfach Familie, da fühle ich mich zu Hause. Da habe ich auch noch nie ein Festival verpasst, da war ich bei allen seit 2003, ja richtig. Mittlerweile 16 Festivals und bei jedem war ich dabei. Großartig ist einfach mein Lieblingsfestival, kann man nichts gegen sagen. Dann das Death Feast, das war auch sehr geil, weil ich da mit meiner Band Kadaverficker gespielt habe und wir richtig schön abgerockt haben und die Leute richtig steil gegangen sind. 4 Tage lang einfach nur Wahnsinn, Saufen und Festivalstimmung par excellence, auch super geil. Und dann tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich muss ja nur, darf hier nur 3 nennen. Ich habe aber 4. Deswegen muss der Platz jetzt halt geteilt werden. Da wäre auf einmal das Partisan Festival. Das war richtig, 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 richtig fett. Und das Summer Breeze, komischerweise auch. Das Summer Breeze gar nicht so wegen den Bands. Das war mir eigentlich scheißegal. Aber
Da habe ich ganz viele Leute kennengelernt zum ersten Mal. Zum Beispiel Captain Drunker war da, der Siffler war da, der Scrutius da, der Dark Arts war auch da und die habe ich da alle getroffen. Das war ein Familientreffen, richtig, richtig gut. War ich mit meinen Kollegen von Stillbirth, die wollten so ein Roadmovie haben, habe ich den gerne gemacht. Hatte auch so ein AAA-Band, das war voll geil, weil da war man dann in der VIP-Area und konnte umsonst saufen. Das war richtig, richtig, richtig spaßig. Naja, sind jetzt 4 geworden, nicht 3. Ist mir aber auch scheißegal. Ich bin dafür bekannt, Regeln zu brechen. Ich sage erstmal Pingelfotzen und hier trinken wir nochmal Gin Orange und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den weiteren Beiträgen. Tschüss! Ins vordere Mittelfeld und da wird es dann auch richtig schwierig, sich zu entscheiden. Also ich muss sagen, zwischen Platz 4 und Platz 8 musste ich mich ganz schön anstrengen, mir zu überlegen, wem ich den Vorzug gebe und wem nicht, aber ich glaube, anhand kleiner Nuancen ist es mir dann doch gelungen letztendlich. Auf Platz 8 hat es das MV Metal Meeting geschafft. Ich war zum ersten Mal dieses Jahr dort. Es ist ein wirklich kleines, beschauliches Festival in Mecklenburg-Vorpommern, in einem kleinen Dorf namens Köln, der Doppel-L. Was am geilsten ist an diesem Festival, das muss man einfach sagen, es ist familiär. Und das meine ich wirklich so. Mittlerweile ist familiär das Unwort geworden. Einige sagen, 800-Leute-Festival ist familiär. Andere finden es noch bei 2000 Leuten familiär. Ich habe sogar jemanden sagen hören, der das fast 20.000 Leute starke Rockharz als familiär bezeichnet hat und das ist dann einfach, das stimmt einfach nicht mehr. Also es ist das Unwort, aber beim MV Metal Meeting stimmt es wirklich. Dieses Festival ist familiär. Es ist in einem kleinen Dorf, in einer schönen Scheune, die wird noch einigermaßen voll, das ist halt sehr klein, 200 Leute Fassungsvermögen hat die. Man hat einen kleinen Campingplatz mit 20, 30 Zelten, also man kennt auch wirklich schnell jedes Gesicht. Das ist aber nicht schlecht, es gibt Festivals, die wirken leer mit so wenig Leuten, aber bei diesem Festival ist das nicht so. Beim MV Metal Meeting passt das einfach, das ist wirklich schön und man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Familie, das ist so ein kleines Metal-Familientreffen, das hört man von vielen Festivals. Da hatte ich aber auch als jemand, der zum ersten Mal da war und noch keinen kannte, dieses Gefühl. Musikalisch bewegt sich das Festival im Mixed-Bereich, also man hat sehr viele verschiedene Spielarten des Metal, Death Metal, Black Metal, man hat auch mal Heavy Metal dazwischen oder verspielten Power Metal, also das ist sehr unterschiedlich. Ist ein schöner Mix, finde ich. 21 Bands waren insgesamt, also auf jeden Tag 7 Bands. Das ist recht entspannend. Man hat dann pünktlich Schluss um 23 Uhr. Das finde ich persönlich ganz angenehm, wenn der Headliner nicht erst tief in den Puppen spielt, sondern gegen 21:30 Uhr. Das ist eine sehr gute Zeit für einen Headliner. Was sind die Schwächen des Environmental Meeting? Es ist halt ein sehr kleines Festival, ne? Und dementsprechend ist das Billing zwar so ganz interessant, gerade wenn man mal Bands sieht, die man noch nicht kennt, weil die regional sind, aber es ist eben auch kein Festival, das man wegen der Bands besucht. Ne? Entsprechend sind die Bands halt eher unbekannt, es ist mal was zum Reinschauen. Es ist nett, also das, was es ist, es ist ein kleines Festival, es hat seinen Charme, ganz einfach. Also ich würde es wieder besuchen, wie gesagt, nächstes Jahr klappt es nicht, aber vielleicht 2020 oder später. Ich wünsche dem Festival auf jeden Fall für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Auf dem 7. Platz in meinem Ranking landet dieses Jahr das Ragnarök Festival in Lichtenfels. Das habe ich zum zweiten Mal besucht, zum ersten Mal privat. Ursprünglich war es für Silence geplant und ich wollte dann privat doch mal vorbeischauen. Was das Ragnarök Festival hervorhebt, wie auch das Impericon Festival, ist es ein Genre-Primus, aber eben nicht im Bereich des Chors, sondern im Bereich des Pagan und Black Metals. Da schauen eigentlich im Laufe der Zeit alle möglichen größeren Bands mal vorbei. In diesem Jahr waren meine Highlights wohl, ja, Equilibrium, Saor, Dark Tranquility, das ist eher eine Band, die rausfällt, so eine Melodic Death Metal Band ist auch mal dabei. Insgesamt über 20 Bands, die da spielen, also straffes Programm, muss man sagen. Was ein wirklich großer Vorteil des Ragnarök Festivals ist, eine super Organisation. Man hat 2 Bühnen, die wechselseitig bespielt werden, kennt man von dem einen oder anderen Festival, Rockhards zum Beispiel auch. Dadurch hat man wenig Leerlauf, kurze Pausen zwischen den Bands, weil der Umbau natürlich immer auf der zweiten Bühne geschehen kann, während auf der ersten gespielt wird. Das ist ziemlich klasse. Ein kleiner Nachteil, der daraus entsteht, für mich persönlich zumindest, dadurch, dass man wenig Leerlauf hat, rastet man noch nicht so viel. Also während man zum Beispiel, wenn man mal nur eine Band auslassen will bei anderen Festivals, mit den Umbaupausen zusammen 1,5 Stunden Zeit hat und auch mal grillen kann oder so, ist es beim Ragnarök mitunter ein bisschen schwieriger, weil man nicht ganz so viel Zeit dazu findet und ja, sich ein bisschen mehr ranhalten muss. Mag der eine oder andere auch anders sehen, man ist ja eigentlich da für die Bands, das ist aber mein Mimimi, ich mag es entspannter, vielleicht ist das Alter. Ja, auch ein Vorteil und eine kleine Besonderheit tatsächlich beim Ragnarök Festival ist die Schlafsituation. Es gibt normal Zeltplätze wie bei anderen Festivals auch,
Das kann aber ganz schön kalt werden im April, deswegen gibt es auch noch die Schlafhalle dazu. Für, ich meine, 15 Euro waren es, kann man sich ein extra Ticket holen, um da zu pennen. Das ist ziemlich cool. So Sätze wie, ja, ich komme gleich, meine Haare sind an der Zeltwand festgefroren. Das passierte in der Schlafhalle halt nicht. Wahre Geschichte, ist einem Kollegen von mir passiert. Ich dachte zuerst, es wird ein bisschen komisch mit fremden Leuten in so einer Schlafhalle, die ja alle mehr oder weniger offen liegen. Aber nö, ist es nicht. Es gibt klar immer den einen oder anderen, der ein bisschen sächt, ne? Aber ansonsten kann man da ziemlich gut drin schlafen. Was sind die Nachteile am Ragnarök-Festival? Abgesehen vom Strafenprogramm habe ich gar nicht so viel zu meckern. Aber es fehlt mir, zumindest hat mir dieses Jahr irgendwie ein bisschen das Besondere gefehlt. Du hast ja oft bei einem Festival was ganz Besonderes, irgendwie ein spezielles Billing oder eine super tolle Location oder eine besondere Stimmung, irgendwas. Und ich weiß nicht, woran es lag, aber das kam bei mir nicht auf. Dieses Gefühl, das ist was Besonderes oder dieses Gefühl, jetzt bin ich wieder zu Hause, irgend sowas. Das hatte ich nicht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber das hat mir gefehlt, irgendwie dieses Besondere. Es war halt ein Festival mit auch großen Bands, aber das gewisse Etwas war für mich nicht da. Trotzdem super Festival, ne, ganz klar, und ich werde bestimmt auch wieder hinschauen. Das ist halt der Grund, warum es bei mir im Ranking dieses Jahr nicht noch höher hinausgegangen ist fürs Ragnarök Festival. Deshalb Platz 7. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Jo the Red Flash und das sind meine Festival Top 3 aus 2018. Auf Platz 3 steht bei mir das Rockhard Festival, wo ich eigentlich nur hingegangen bin, weil ich bei einem Gewinnspiel gewonnen habe, was ja auch eine sehr tolle Sache ist. Allerdings haben mich bis auf 2 Bands da gar nicht gerissen und weil es eben ein Gewinnspiel war, hatte ich auch meine Kamera nicht dabei. Aber beim nächsten Mal ist die auf jeden Fall dabei, denn die Location dort und das ganze Ambiente sind einfach unglaublich. Also wer nach einem etwas kleineren Festival sucht und trotzdem coole Bands sehen möchte, der ist beim Rockhard gut aufgehoben. Auf Platz 2 steht bei mir das Volle Kraft Voraus Festival. Das ist das kleine Festival, organisiert von der Band Eisbrecher, das in Neu-Ulm stattfand, in einer Arena. Es war ein schnuckeliges kleines Festival und was mir da besonders gefallen hat, war die Bandzusammenstellung. Selbstverständlich Eisbrecher und Ohm, noch einige andere, und das war von Musikstil und der Musikrichtung her einfach stimmig und hat super zusammengepasst. Es waren nicht so viele Leute, wie man üblicherweise auf Festivals hat, was unheimlich angenehm war. Und auf Platz 1 steht bei mir das Ragnarök Festival. Und zwar nicht nur wegen der Bands und der mittelalterlichen, wikingermäßigen Musik, sondern auch, weil ich dort viele meiner YouTube-Kollegen getroffen habe und weil ich dort mein erstes Interview mit einer Band geführt habe. Und zwar mit Grimner. Es war ein tolles Erlebnis, aber immerhin weiß ich jetzt, dass ihr auf meinem Kanal niemals ein Bandinterview finden werdet. Wenn ihr trotzdem Bock auf chaotische und lustige Festival-Videos und Reisevlogs habt, dann schaut bei mir vorbei! Damit sind wir schon bei Platz 6 und damit in der vorderen Hälfte des Rankings angekommen. Recht ähnlich wie das Ragnarök-Festival ist auch das Wolfszeit-Festival in Christendorf ausgerichtet. Das wird veranstaltet von Wargsänger Philipp Seiler und ja, befasst sich eigentlich auch mit den Genres Black, Pagan und Folk Metal, das kann man glaube ich so sagen. Womit das Festival wirklich punktet, ist die Location. Das ist ein altes Feriengebiet, würde ich sagen, altes Feriengelände inmitten eines Waldes. Also man ist umgeben von Bäumen auf dem Campingplatz. Das ist richtig cool, richtig schön entspannt. Man hat dann nicht dieses olle Schachbrettmuster mit 10.000 Nachbarn, sondern eher ein schlauchförmiges Zeltgelände. Dadurch sind das nur ein paar und man kann sich vor dem Krach, den manche Camps, es gibt ja immer so ein paar unangenehme Camps, fabrizieren, recht gut schützen. Man hat auch ein Veranstaltungsgelände, das recht übersichtlich ist. Ich glaube, bei 2000 Leuten liegt die maximale Kapazität des Festivals. Ist auch umgeben von Bäumen, gerade abends, so im Mondschein mit den Bäumen im Hintergrund. Das hat schon echt was, muss man sagen. Dazu noch vielleicht atmosphärischer Black Metal. Das läuft schon. Im Gegensatz zum Ragnarök Festival gibt es dort aber nur eine Bühne und keine zwei. Das sorgt dafür, dass man auch Umbaupausen hat. Dazu gibt es noch längere Sets von den Bands, also selbst die kleinsten dürfen wenigstens eine Dreiviertelstunde spielen. Die meisten Bands spielen wenigstens eine Stunde. Das ist ziemlich cool, weil man zum ersten, wenn man eine Band wirklich mag, ein langes Set sehen kann und zum zweiten, wenn man mal eine Band nicht sehen will, viel Zeit für eine Grillpause hat. Ich mag das mittlerweile, wenn es entspannter ist und brauche nicht den ganzen Tag Action. Und da ist es wirklich gut, wenn du mal zwei Bands nicht sehen willst und weißt, so, habe ich 3 Stunden Zeit, in Ruhe 2-3 Bierchen raus, in Ruhe grillen, in Ruhe Musik hören.
Das ist echt toll, das hat mir richtig gut gefallen und ist letztendlich auch so der Grund, warum sich das Wolfszeit-Festival gegen das Ragnarök dieses Jahr bei mir persönlich durchgesetzt hat. Nachteile: Zum einen, es gibt dort keinen Empfang, also wirklich nicht wenig Empfang, sondern eigentlich gar keinen Empfang. Wenn du telefonieren willst, musst du einen Berg hochlaufen eine Weile. Sowas wie kurzfristig mal auf Spotify ein paar Lieder streamen, die einem jetzt eingefallen sind, geht nicht. Da muss man sich vorher vorbereiten, das vorher downloaden. Ist nur ein kleiner Minuspunkt, aber man merkt es halt doch, wenn man verwöhnt ist von anderen Locations, wo das geht. Das zweite, und das ist natürlich immer so eine subjektive Sache und das geht für mich auch nur dieses Jahr, ist das Billing gewesen. Ich persönlich bin ja wegen des Folk- und Pagan-Anteils eher da als wegen des Black Metals und für mich waren dieses Jahr wirklich nur eine Handvoll Treffer. Also Wintersun, die ein bisschen rausfallen, waren für mich ein Knüller. Gernot Hagen und Black Messiah fand ich super. Noch zwei, drei andere kleinere Bands und naja, dann war aber auch schon fast Schluss, was die Bands angeht, die ich so wirklich gerne sehen will. Dann guckt man hier und da mal rein, aber so richtig interessant war es für mich nicht unbedingt. Ich vergleiche das jetzt zum Beispiel ganz gerne mit dem nächsten Jahr. Für 2019 sind schon bestätigt Heidevolk, Enziferum, Equilibrium, Arcona, 14 Dark Centuries und Varg. Ich finde das Line-Up, das jetzt fürs nächste Jahr steht, schon fast besser als das für dieses Jahr. Dementsprechend nehme ich da den Vergleich. Trotz des Billings, das mir nur mittelgut gefallen hat, fand ich es richtig geil da. Und mal schauen, wenn ich das nächste Mal da bin. Ich würde auf jeden Fall gern mal wieder hin. Also ein wirklich guter Platz 6 für das Wolfszeit-Festival. Damit kommen wir auch schon zu den Top 5. Und den Anfang machen da die Rock und Metal Days in Oschersleben. Es ist ein recht junges Festival, 2016 angefangen als eintägiger Konzertabend und ab 2017 dann als mehrtägiges Festival fortgeführt. Das findet statt hinter dem Rennring in Oschersleben quasi, da der Veranstalter da auch arbeitet für den Rennring. Das Besondere an den Rock und Metal Days ist, dass es ein Benefiz-Festival ist. Die Erlöse, die da rauskommen, und das sind schon durchaus ein paar tausend Euro jedes Jahr, die gehen an gemeinnützige Einrichtungen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die ganze Crew da umsonst arbeitet, was natürlich bei vielen anderen Festivals auch so ist. Aber auch die Bands verzichten teilweise oder sogar ganz mitunter auf ihre Gagen. Das muss man da einfach mal lobend anerkennen. Das ist schon ziemlich cool, dass alle tatkräftig mit anpacken. Es ist für ein noch relativ neues Festival sehr professionell aufgezogen. Es gibt da wenig Verzögerungen. Man hat eine vernünftige Running Order, einen straffen Zeitplan. Das passt wunderbar. Hat mich da ziemlich wohl gefühlt, muss ich sagen. Insbesondere der Billing-Mix hat mir da sehr gut gefallen. Es sind ja die Rock- und Metal-Days, das heißt, man hat auch mal eine rockigere Band dabei, Punkrock oder sowas, einige so Rock'n'Roll-Bands. Und man hat aber auch im Metal-Bereich quer durch den Gemüsegarten alles Mögliche. Da hat man Black, Thrash, man hat Folk, Epic Death, Power Metal, alles Mögliche. Meine Highlights dieses Jahr waren, glaube ich, Macbeth, Cambrium, The Privateer, Open Access, Filmminister und Crossplane, einfach weil es da so richtig voll war. Das war schon cool. Achso, und Stardew Evolution, auch fast vergessen. Post-Hardcore. Also ihr merkt schon, bunt durch den Gemüsegarten, das gefällt mir ziemlich gut. Ich mag Mixed Festivals. Ein paar Nachteile gibt es natürlich auch, so ein paar kleine. Zum einen sind sehr wenig Besucher da, 200 pro Tag. Das fällt da dolle auf, im Gegensatz zum MV Metal Meeting zum Beispiel, wo es in einer kleinen Scheune voll wird, ist das ein wirklich professionell groß aufgezogenes Ding mit richtig viel Platz. Aber man hat eben auch das Infield zu groß gemacht und deswegen ist es mitunter sehr leer. Und gerade Sonntagnachmittag ist es wirklich leer. Dann sind in der Mittagssonne vielleicht wirklich nur mal 5 bis 10 Leute da. Ich denke, das wird sich noch ändern, wenn das Festival sich ein bisschen rumspricht und ein bisschen wächst. Ich hoffe, dass es bald der Fall sein wird. Sollte man aber anerkennen, das hat mitunter dieses Jahr ein bisschen an der Stimmung genagt. Der Zeitplan ging manchmal ein bisschen zu lang. Genau dasselbe, was ich bei den Frostfeuernächten bekrittelt habe, dass es bis tief in die Nacht geht. Wenn eine Band um 2 anfängt, will ich mir die nicht mehr angucken. Dann will ich einfach pennen. Meinetwegen sagt er, ich bin ein alter Sack, dass ich das so meine. Aber auch auf dem Festival muss man nicht immer bis 5 Uhr morgens feiern. Es hängt sich halt nach 3 Tagen an. Und ansonsten habe ich aber nicht viel zu meckern. Ansonsten gefällt mir das Festival wirklich gut. Mal schauen, wie es die nächsten Jahre sich so entwickelt. Ich drücke die Daumen, denn es ist für einen guten Zweck. Und sowas sollte man eigentlich immer unterstützen, wenn man es kann. Moin und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin der Skrulzius und wegen kleinen technischen Schwierigkeiten müssen wir das heute wirklich mal mit der Handykamera machen. Aber ihr seht mich ja und verstehen könnt ihr mich auch. Deswegen jetzt ganz knapp und schnell
die Top 3 der Festivals, meiner Meinung nach, in diesem Jahr. Ja, auf Platz 3 steht hier das Ragnarök Festival direkt zum Beginn des Jahres im April. Ja, es ist nicht mehr eins der kleineren Festivals, meiner Meinung nach. Es hatte ein wirklich schönes, ausgewogenes Line-Up und organisatorisch waren da auch keine Mängel festzustellen. Ja, und atmosphäremäßig war das auch alles eine runde Sache und es hat mir sehr gut gefallen. Auf Platz 2 würde jetzt normalerweise wahrscheinlich das Wolfszeit-Festival stehen, wenn ich da gewesen wäre, aber ich war krank und konnte nicht. Und deswegen steht das Summer Breeze auf Platz 2. Denn ich bin der Meinung, es gehört gelobt, dass das Summer Breeze dieses Jahr wirklich viel oder einigermaßen viel verändert hat. Es hat sich die Kritiken aus den letzten Jahren wirklich mal zu Herzen genommen und vor allem auch an der Infrastruktur, an den sanitären Anlagen einiges umgestellt. Ansonsten war das Summer Breeze schon immer eine runde Sache und jetzt hat es noch einige Mängel ausgemerzt und deswegen steht das Summer Breeze dieses Jahr auf Platz 2. Es war einfach schön, es war eine schöne gelungene Feier dort und die Bands waren auch klasse. So, auf Platz 1 endgültig jetzt das Metal Frenzy. Ja, die ganzen Jahre schon überzeugt es mich, aber es überzeugt mich auch immer wieder von Neuem. Ja, es ist gut organisiert, es ist familiär, es sind knapp 1000 Leute gerade mal dort und das entschleunigt, das macht es wirklich entspannt, über das Festival zu gehen. Es ist eine schöne Bandauswahl, für jeden ist da etwas dabei und es ist ein Schwimmbad nebenan. Im Sommer, im Hochsommer ist das wirklich einfach geil und mal eine absolute Erfrischung. So, so die Liste steht. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Rutsch, ein frohes Fest und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder demnächst. Das Podium ganz knapp verpasst hat das Herbststurmfestival in Oldenburg. Das habe ich selbst dieses Jahr zum zweiten Mal besucht, nachdem ich vor 3 Jahren, 2015, schon mal da gewesen bin. Ist ein kleines Festival im Bereich, ja, Gothic, Dark Rock, ein bisschen Folk, ein bisschen Metal. Das ist ziemlich cool, so bunt wie es eben sein kann bei der Menge an Bands. Es ist vom Umfang nämlich das kleinste Festival, das ich dieses Jahr besucht habe, mit gerade mal 10 Bands an 1,5 Tagen. Das tut der Stimmung da aber gar keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Es ist halt sehr locker und es passt einfach. Es ist in einem kleinen Jugendzentrum organisiert und die Stimmung da ist echt toll. Das liegt nicht zuletzt an dem kleinen Mittelaltermarkt, der da draußen steht. Ungefähr 10 Buden. Man kann sich da mal schönes Gebäck holen, kann da mal ein Met probieren. Das ist wunderbar. Man hat schön ausgekleidete Bänke mit Fellen. Das heißt, wenn man sich drinnen mal eine Band nicht angucken will, kann man sich draußen jederzeit hinsetzen, auch ans Lagerfeuer. Es ist immer gemütlich und es wird einfach nicht langweilig. Weil wenn man mal eine Band nicht unbedingt sehen möchte, setzt man sich raus und quatscht und trinkt dabei was und die Zeit vergeht wie im Flug. Anders als auf so manchem anderen Festival, wo sich die Zeit schon mal zieht, hat man das bei diesem Festival einfach nicht. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Tage ein bisschen kürzer sind, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Von den 10 Bands, die dieses Jahr da waren, haben mir am besten gefallen, glaube ich, die beiden Modern Metal Bands, The Legion Ghost und Mian Karma, außerdem Nine Eyes Nation mit ihrem Live-Debüt. Die haben mich auch echt überzeugt, was ich vorher gar nicht gedacht hatte. Auch Wisborgs sind mir im Nachhinein sehr im Gedächtnis geblieben. Also war schon ein rundes Ding, das Ganze. Die Stimmung da passt einfach und man merkt, dass bei den Veranstaltern ganz viel Herzblut im Festival liegt. Ich meine, das ist bei jedem anderen Festival auch so, aber da spürt man das einfach. Das fühlt sich halt wirklich so an, dass auch das Team, das Veranstalterteam so eine kleine Familie ist und das war einfach schön. Gerade Nils, der Veranstalter, mit dem ich ja ein Interview geführt habe, bei dem hatte ich das Gefühl, da steckt richtig viel Herz mit drin und dass dem auch das Jubiläum, es war ja das 10. Herbststurmfestival, dass ihm das richtig nahe ging, dass es das schon so lange gibt und das hat mich auch ein bisschen berührt und das fand ich richtig schön und deswegen ist mir das Festival ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Viele Schwächen gibt es bei dem Festival nicht. Ich meine, der Preis ist auch unschlagbar, 12 Euro für 10 Bands. Entsprechend sind die Bands eben nicht so riesig bekannt, sondern meist kleinere, auch ein paar regionalere dabei oder lokale sogar, bei Mian Karma zum Beispiel. Aber das ist überhaupt kein Problem, sondern es ist schön. Es lohnt sich dann eben auch für jemanden wie mich, der weit anreisen muss, dahin zu fahren, weil er mal Bands sieht, die er ja hier in Sachsen-Anhalt im Osten nicht so sieht. Die einzige Schwäche, die ich beim diesjährigen Herbststurmfestival ausmachen kann, sind eigentlich die Poetry Slammer. Das Team wollte mal was Neues probieren zum Jubiläum, das finde ich auch super und rechne ich dem Team hoch an. Das hat leider nicht so ganz funktioniert, es war recht leer bei den Poetry Slammern und das hatte auch einen Grund, die waren nicht so richtig gut. Also ich kenne mich jetzt bei Poetry Slams nicht so besonders gut aus, muss ich sagen, aber ich glaube, sein Programm fehlerfrei vorlesen können, ohne dauernd zu stocken.
sollte man halt schon. Deswegen, das würde ich beim nächsten Mal vielleicht weglassen. Lieber sowas wie das Schlagwerk aus Jetski, das war nämlich sehr cool. Also lieber was Musikalisches, ich glaube, das funktioniert deutlich besser. Ansonsten richtig tolles, kleines Festival. Und ich glaube, viel besser kann man es als Indoor-Festival nicht machen. Deswegen ein wunderbarer, überragender 4. Platz. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann. Die sinnbildliche Bronzemedaille geht dieses Jahr an das Metal Frenzy Festival. Zusammen mit dem Rock Hearts ist das Metal Frenzy das Festival, das ich am längsten besuche seit 2014. Ich weiß, einige von euch besuchen schon viele Jahre länger Festivals. Ich bin halt noch jung. Das Metal Frenzy begleite ich seit dem ersten Mal. Das ist in Altmark, nicht allzu weit von meinem Geburts- und Heimatort Haldensleben. Deswegen ist es für mich sowieso was Besonderes, weil es ein Festival in der Heimat ist. Man kann eigentlich nur einen Respekt an die Organisatoren aussprechen, die da aus dem Nichts ein richtig großes Festival geschaffen haben. Mit über 1000 Besuchern. Schon seit dem ersten Jahr Größen wie Grave Digger oder Caliban, über die Jahre Equilibrium, Stratovarius, dieses Jahr Lordi, Death Angel, JBO, Torfrock, also ein Haufen große Acts, die irgendwo auf einem Gelände spielen, das sonst nur ein einfacher Acker ist. Das Festival findet direkt an einem Schwimmbad statt. Das ist schon eine Besonderheit, wenn man morgens duschen will oder abends oder es ist heiß und möchte sich abkühlen, kann man einfach rübergehen und das eben machen. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit und das ist ziemlich cool. Ich selbst habe es noch nicht ganz so oft benutzt, da ich immer nach Hause fahre wie so ein Langweiler, weil es nicht so weit ist. Aber ich habe schon ganz viele gehört, die sagen, dass es toll ist. Und auch als ich mal ein Jahr da gecampt habe, war das wirklich richtig schön. Das, was das Metal Frenzy schon seit dem ersten Jahr auszeichnet, ist die Organisation. Die ist auf dem Punkt genau und sucht in dieser Größenordnung ihresgleichen. Seit dem ersten Jahr läuft alles perfekt. Es gibt da keine großen Verzögerungen. Der Spielplan läuft, es gibt genug Buden, es gibt keine Engpässe bei irgendwas. Und auch wenn es Krisen gibt, wie im letzten Jahr die heftigen Regenfälle, dann wird da sofort reagiert, Strohbein hingelegt, tadellos. Und auch in meiner Funktion, die ich wahrnehme, ich bin ja jetzt mit dem Reaper-Sein da gewesen und habe den Autogrammstand ausgerichtet, da merkt man das nochmal umso mehr. Wenn irgendwas ist, man braucht Getränke oder Security bei einer Autogrammstunde, weil so viel los ist, bei JBO dieses Jahr, dann läuft das alles sofort ohne Probleme. Teilweise muss man sich dann nicht mehr selbst kümmern, sondern die nehmen einem das aus der Hand, Security eben zum Beispiel. Da kann man überhaupt nicht meckern. Es gibt für einen fairen Preis richtig viele mittelgroße, große und auch ein paar kleinere Acts. Dieses Jahr waren es 29 Bands für 66,66 Euro. Und das ist absolut fair bei den großen Bands, die so da spielen. Was sind die Schwachpunkte bei Metal Frenzy? Dieses Jahr für mich persönlich war es ein bisschen das Billing. Ich war in den letzten Jahren immer da wegen der Melodeath Band, die da war. Zum Beispiel Amorphis oder Dark Tranquility als Headliner in den letzten Jahren. Stratovarius oder Völkerball. Und auch viele kleinere Acts, mal so eine Folkband dazwischen, mal so Power Metal, Pagan. Und dieses Jahr gab es auch verschiedene Genres, aber insgesamt war die Polarisierung doch etwas stärker. Die Melodic Death Metal Bands und die Folkbands gab es in diesem Jahr nicht. Dafür gab es dann zum Beispiel, glaube ich, dreimal Pagan, mehrfach Heavy Metal, einige härtere Core-Bands, wo ich mir vielleicht auch mal eine etwas weichere, melodischere Core-Band gewünscht hätte. Ist natürlich eine Geschmackssache am Ende, ja. Ich habe trotzdem meine Bands gehabt, bei denen ich Spaß hatte. Lordi wollte ich schon immer mal sehen und Torfrock sind super witzig, Freedomcore gehen immer, Obscurity gehen immer. Man hat trotzdem seine Acts, deswegen hat es mir auch trotzdem so gut gefallen. Aber das Frenzy muss ich natürlich an dem messen lassen, was sie in den letzten Jahren so geliefert haben. Und da fand ich, waren die vorher noch ein bisschen besser dabei. Also schauen wir mal, wo es im nächsten Jahr hingeht. Ein großer Kritikpunkt ist das jetzt nicht. Insgesamt ein überragendes Festival, gerade in der Größenordnung und ein verdienter 3. Platz. Jo, guten Morgen, Dagaz hier. Der Lukas wollte von mir wissen, was meine Top 3 Festivals sind. Und hier kommen sie. Auf Platz 3 ist das ACFM, das ist eine Chance for Metal, das ist ein regionales Festival bei mir um die Ecke. Und es muss sich auf jeden Fall nicht verstecken, es hat alles das, was ein gutes Festival braucht. Gute Bands, kleinere Bands, lokale Bands, Verbindung mit etwas bekannteren Bands. Und lustige Menschen auf dem Campground, es sind um die 250, 300 Menschen circa. Und ja, es ist einfach cool. Jeder kennt sich, jeder hat Spaß, jeder seufzt miteinander. Und es lohnt sich auf jeden Fall, jedes Jahr aufs Neue dahin zu fahren. Wenn ihr es noch nicht kennt, checkt's mal aus. Auf Platz 2 ist auf jeden Fall das Ragnarök. Warum? Weil es zum einen das erste Festival des Jahres meistens ist
Und ich feiere einfach alles, was da hinkommt. Das ist ja eine Mischung aus Black Metal und Pagan. Und ich bin ja sowieso ein kleiner Pagan-Anhänger. Und ansonsten ist die Atmosphäre ziemlich cool. Die Mischung aus Bühne drin. Also zwei Bühnen sind hier drin in der Halle. Und draußen die Stände. Draußen zeltet man. Es gibt noch eine Lagershow, wo sich Wikinger gegenseitig auf die Fresse hauen. Das ganze Flair drumherum ist cool. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das als Start in die Festivalsaison mitzunehmen. Ich persönlich finde es gut. Falls ihr das auch noch nicht kennt, klickt mal rein. Ivo, ne, du kennst meine Bankdaten. Auf Platz Nummer 1 ist das Rockhart. Ja, wer hätte es anders gedacht? Das Rockhart ist einfach das beste Festival Deutschlands. Hier stimmt einfach alles. Für mich persönlich ist das ein komplexes Bild aus Funktionalität an Festivals. Die Bands stimmen, die Location stimmt, die Menschen stimmen. Du kannst dich da durchfuttern. Das Essen ist mega lecker. Es ist einfach alles geil. Ich kann ja auch, da ich ein bisschen Einblicke hintenrum habe, was das Festivalgeschehen angeht, sagen, dass wenn es ein Problem gibt, es sofort gelöst wird. Ja, das kann man ansonsten sagen, außer Rockhart ist und bleibt mein absolutes Lieblingsfestival. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nicht zu oft da, doch wenn man einmal auf dem Rockhart war, liebt man es. Jo, was kann ich sonst noch sagen, außer lasst ihm Like da, lasst mir ein Like da, Likes für alle. In diesem Sinne, viel Spaß noch und wir sehen uns. Das zweitbeste Festival, das ich dieses Jahr besucht habe, ist das Rockhart Open Air in Beinstedt. Seit 2014 bin ich da, war jetzt also mein fünftes Rockhart. Insgesamt 25-jähriges Bestehen hat das Rockhart dieses Jahr gefeiert und was soll ich sagen, es ist einfach jedes Mal wieder großartig. Allein schon das Billing, wenn man sich das mal anschaut, ist der Wahnsinn. Da ist eigentlich für jeden was dabei, der melodischen Metal mag. Dieses Jahr zum Beispiel Powerwolf, Hammerfall, Aelstorm, Equilibrium, Grail Knights, Battle Beast. Schaut einfach selber drauf, da sind so viele Bands, insgesamt 52 waren es dieses Jahr. Und ja, da bleiben einem eigentlich die Worte weg, das Line-Up ist jedes Jahr richtig gut. Gerade in Deutschland gibt es, glaube ich, nicht viele Festivals, die so viele große Acts im Bereich Power Metal, Melodic Death Metal, auch mal Folk Metal, Heavy Metal drin haben. Ja, das ist richtig viel. Ich glaube, in dem Bereich macht dem Rockhart auch kaum jemand was vor. Es ist super organisiert, es ist top ausgebaut, es gibt eigentlich genug Duschen. Okay, es gibt gerade morgens immer mal längere Schlangen, aber das ist bei fast 20.000 Besuchern wahrscheinlich unumgänglich, wenn man das Festival noch irgendwie kostenmäßig gedeckt halten möchte. Man kann halt nicht an jeder Ecke eine Dusche stellen. Der Sound ist meistens ziemlich gut. Die Teufelsmauer oben, die man da noch hat, die man öfter mal besuchen kann, die ist einfach Kult mittlerweile geworden. Der Preis ist angemessen. Es sind halt 102 Euro, die man fürs Ticket bezahlt hat. Bei 52 Bands ist das angemessen, denke ich, gerade bei der Größe der Bands. Ist eines der teureren Festivals, aber es ist auch eines der großen Festivals. Ja, und da geht es halt nicht anders. Die Leute da sind immer cool. Man kann mit einem großen Camp hinfahren. Mittlerweile kann man auch Flächen reservieren. Ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Hat super funktioniert. Es war eine Gruppe von fast 30 Leuten und es hat einfach Spaß gemacht. Also jedes Mal wieder eine große Sause. Zwei Kleinigkeiten sind es eigentlich bloß, die mir dieses Jahr beim Rockhart aufgefallen sind. Das erste, der Sound war manchmal ein bisschen leise. Gerade bei Glowhammer, daran erinnere ich mich jetzt gerade so ein bisschen, da gab es sogar lauter Chöre. Passiert ist da leider nicht so viel. Es waren mehrere Konzerte, bei denen das so war. Nicht alle. Der Sound war dafür ganz gut. Also bei Glowhammer ist es am meisten aufgefallen. Da muss es halt ein bisschen wummern und das hat es nicht. War ein bisschen schade. Insgesamt aber eine gute Qualität bei den meisten Konzerten. Und was mir als Merch-Fetischist, euch ist es vielleicht schon aufgefallen mit den ganzen verschiedenen Shirts in den verschiedenen Sequenzen, aufgefallen ist und sauer aufstößt, ist, dass am ersten Festivaltag jedes Mal wieder eine riesige Traube am Merchstand steht. Seit Jahren wird auch im Forum danach geschrien, dass man noch bitte vernünftige Schlangen macht und keine riesige Traube von Menschen, die sich gegenseitig totlaufen. Reagiert wurde nicht, obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, das verstehe ich nicht so richtig. Ich habe gehört, Zäune darf man vielleicht nicht hinstellen wegen der Sicherheit. Dann kann man einen Einweiser hinstellen, der sagt so, Leute, stellt euch da hin, 5 Reihen.
Das ist kein Problem und wenn man das mal für 10 Minuten macht und da einen abstellt, funktioniert das nach von ganz alleine, weil die Leute nämlich selbst keinen Bock haben, anderthalb Stunden in der Hitze da zu stehen und zu schwitzen. Also, dass da noch keiner umgefallen ist, das wundert mich ehrlich gesagt. Ja, das sind aber nur meine 2 Cent. Nicht viel zu meckern, das sind 2 sehr kleine Kritikpunkte im Vergleich zu vielem, was man bei diesem Festival loben kann. Also, nicht viel zu meckern, Rockarts wird wahrscheinlich immer eines meiner Lieblingsfestivals bleiben und ich werde es wahrscheinlich so lange besuchen, bis es das irgendwann nicht mehr gibt oder ich gestorben bin. In den letzten Jahren wäre das Video jetzt wahrscheinlich vorbei gewesen, weil das Rockarts immer mein Lieblingsfestival gewesen ist. Zum ersten Mal seit ich 2014 größere Festivals besuche, hat es aber ein anderes Festival auf den Thron geschafft und das Rockarts Festival von der Nummer 1 verdrängt und das war in diesem Jahr ausgerechnet ein Festival, das nicht auf deutschem Boden stattfindet. Dieses Jahr das Tor zum Festival Olymp durchschritten hat bei mir das Metalfest in Pilsen, Tschechien. Das hat mich einfach umgehauen. Ich kannte den deutschen Ableger aus Dessau noch, Metalfest Ost. Im Westen in der Lorelei gab es genauso. Die sind mittlerweile bankrott gegangen. Auf jeden Fall gibt es sie schon lange nicht mehr. In Tschechien hat es überdauert und es ist einfach geil. Es ist in einem Amphitheater, es ist eine geile Location. Man sieht von jedem Platz aus. Es ist auch zu jeder Zeit voll da. Auch bei der ersten oder zweiten Band ist schon richtig was los in diesem Stadion. Wo in Deutschland bei vielen Festivals die Leute dann noch gehend aus den Zelten kommen, ist da schon richtig was los, wird gefeiert zu jeder Zeit. Man hat einfach das Gefühl, dass die Leute die Festivals noch nicht so satt haben, dem Ganzen noch nicht überdrüssig sind und richtig Spaß haben. Das überträgt sich. Das hat so richtig Laune gemacht. Und das Line-Up, wenn man sich das anguckt, das lässt jedes Power- und Heavy-Metal-Fan-Herz höher schlagen. Nightwish, Freedom Call, Sonata Arctica, Rage, Elvity, Xandria und viele mehr. Das war das beste Line-Up für mich persönlich in diesem Jahr. Die Preise da sind ultra günstig, es ist Tschechien, man bezahlt für einen halben Liter Bier im Infield 40 Kronen, das sind 1,60. Da kriegst du in Deutschland bei manchen Festivals nicht mal 0,2 Liter für. Also selbst mit einem 10er kannst du dich da schon ordentlich zukippen auf dem Infield, also je nachdem, wenn du viel aushältst, du brauchst vielleicht auch 15 Euro, aber dann bist du schon gut bedient. Kann man überhaupt nicht meckern. Der Zeitplan ist entspannt, man hat pro Tag 9 Bands, man hat vernünftig lange Sets, hat gute Pausen zwischendrin. Das ist entspannt, so wie ich das mag. Nicht zu viel Zeit, nicht zu wenig, das passt wunderbar. Abends ist pünktlich um 23 Uhr Schluss, das finde ich gut. Dann kann man noch 2-3 Stunden im Camp sitzen, was trinken, schnacken, schlafen und am nächsten Tag gut aufstehen. Das passt richtig gut. Das Metalfest ist das einzige Festival, an dem ich persönlich eigentlich nichts auszusetzen habe. Doch eine kleine Sache. Es gibt überall Schlangen, egal ob du dir was zu trinken oder zu essen holst oder ob du mal pinkeln gehen willst. Du stehst eigentlich immer 10 Minuten oder eine Viertelstunde an. Aber angesichts der sonst zu überragenden Vorteile des Festivals habe ich das fast schon vergessen. Also die wohlverdiente Krone geht dieses Jahr an das Metalfest Open Air in Pilsen. Die Karten fürs nächste Jahr sind schon bestellt. So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann danke ich euch, entweder fandet ihr das Video interessant oder ihr seid besoffen eingeschlafen vom Fernseher und seht deswegen hier dieses Outro. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen, ich hoffe es war ein bisschen interessant. Vielen Dank an die YouTubenden Kollegen, die mitgemacht haben. Ein herzliches Dankeschön auch an Startup Revolution, Cambrium, Mian Karma, Trude Vangar, Deliver the Galaxy und Ferradur, die mir hier für dieses Video ihre Musik zur Verfügung gestellt haben. Schaut mal bei den Kollegen vorbei, die machen alle echt gute Musik. Vielen Dank auch an die Veranstalter, die jedes Jahr so geile Festivals aufziehen. Vielen Dank an die Bands, mit denen ich Interviews führen durfte. Vielen Dank an die Veranstalter, die sich bereit erklärt haben, mit mir Interviews zu machen. Einfach an alle in der Szene ein großes Dankeschön. Das Festivaljahr 2018 war ziemlich großartig. Mit 12 Festivals habe ich dieses Jahr auch meinen Rekord gebrochen. Mal schauen, wie viel es nächstes Jahr werden. Ich will es eigentlich nicht wieder so übertreiben, aber man weiß ja nie. Also wünsche euch einen guten Rutsch und wir sehen uns dann wieder 2019. 200 Leute Fassungsvermögen hat die. Was ein wirklich großer Vorteil der Frostfeuer. Von den Festivals, von den 12 Festivals, die ich dieses Jahr besucht habe, war das Metal Hammer Paradise auf jeden Fall das. Schnauze!
Mann, stopp nochmal. Das kannst du nochmal.